Fit in den Frühling mit Ö3-Mikroman Tom Walleck. Der heutige Tipp kann im Freien stattfinden, so wie wir das jetzt gerade hier machen. Muss aber nicht, denn wir brauchen nur einen Sessel dazu. Folgender klingender Name für unseren heutigen Fitness-Tipp: fast hinsetzen. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Wir stehen jetzt auf, schütteln unsere Beine noch einmal locker aus und dann versuchen wir uns hinzusetzen, eben nur fast hinzusetzen. Heißt, wir gehen dabei in die Hocke, passen auf, dass unsere Knie nicht über die Spitze der Füße hinausschauen, also über die Zehenspitzen, und senken unseren Hintern ab. Jetzt spüren wir es da hinten in die unteren Oberschenkelmuskeln, wir spüren es da vorne in die Oberschenkelmuskeln und ein bisschen auch im Hintern. Ja, da bleiben wir jetzt 4-5 Sekunden, verharren und genießen das Ganze. Jetzt fängt es ein bisschen an, in den Oberschenkel zu ziehen. Und nach diesen 4-5 Sekunden steht man wieder auf, kann, wenn man will, die Beine nochmal ausschütteln oder auch nicht und wiederholt das Ganze wieder. Ja, heißt, wieder absenken, eben so weit, dass man ein paar Zentimeter über der erlösenden Sitzfläche ist. Wir sehen also, die Knie bleiben, wie schon besprochen, hinter den Zehenspitzen zurück. Und da sitzen wir jetzt. Den Rücken versuchen wir gerade zu lassen und genießen das Ganze ganz still und heimlich vor uns hin. Jetzt geht es wieder hinauf. Und das kann man nach Lust und Laune so oft wiederholen, wie man möchte in Wirklichkeit, um sich dann wieder irgendwann hinzusetzen. Ich würde sagen, 3x5 Sekunden sind ein guter Anfang, ehrliche 5 Sekunden. Kleiner Tipp zum Sekundenzählen: da zählt man am besten 21, 22, 23, 24, 25. Das sind echte Sekunden, weil 1, 2, 3, 4, 5 ist zu schnell. Das war's und den nächsten Fitness-Tipp gibt's morgen.